Let's Play Mass Effect 2. Wir spielen den Shadow Broker DLC und wir verfolgen Lyra und ihre vermeintliche Attentäterin. Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Ich nehme gerne was mit. Ach, dann spielen wir jetzt sogar eine Zeit lang mit Lyra im Team. Das finde ich ja geil. Na los, sie entkommt! Finde ich irgendwie schade, dass man sie jetzt hier nicht mehr dabei haben kann. Also richtig dann für die restlichen Missionen und so. Achso! Okay, cool. Nach rechts! Nein, Moment, links! Ich bin an ihr dran. Nach links! Oh, hier! Sie ist um die Ecke! Wir fahren doch nicht in die Bau... Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Das ist ja geil. Ich stelle mir gerade schon wieder irgendwie so ein MMO vor, wo so richtig Open World ist mit solchen Städten, wo man dann so einen eigenen Gleiter hat und dann so rumfliegen kann. Ja. Das wäre doch so gut. Ich mach ja. Verkehr, Gegenverkehr. Wir schaffen das schon. Immer diese schlechten Beifahrer. Sie setzt Distanzminen ein. Hab ich gemerkt. Scheiße, wo ist denn jetzt hin? Da. Sie entkommt! Macht bitte nicht. Sie bekommt Verstärkung! Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter! Truck! Ich weiß! Truck! Ich weiß! Geht doch! Ihnen macht das Spaß! Eine Kollision bei der Geschwindigkeit? Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein. Hab ich gehört. Truck! Schon wieder? Vorsicht! Tja, das ging schief, wa? Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt! Da ist was, sie es wagen. Los! Weit kann sie nicht gekommen sein. Vorsicht! Gibt's sie setzen irgendwas? Verstärkung ab, um uns zu bremsen. Das war ja sie klar. Haben die Tür blockiert. Sie sind unter Kontrolle. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Moment, warum brennt? Ah, shit. Ah, jetzt funktioniert das auch mal. Die Drohne neutralisieren. Aber ich möchte trotzdem wieder so.
Okay, wo muss ich denn eigentlich hin? Muss ich hier hoch wahrscheinlich, oder? No, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Wieder welche. Aua! So. Breche Kontakt ab. Munition muss ich mitnehmen. Ah! Feinde im Anmarsch. Kommt da jetzt irgendwie so eine Wolle nach der anderen? Augen abdecken. Sie setzen Kampfdrohnen. Drei. Nein. Ich setze mal schnell drei ein hier. Drohne neutralisieren. Das müsste ihre Panzerung. Wie kommen wir denn hier hoch? Sie ist gerade nicht. Verlasse Sichtkontakt. Brennen. Und der nächste, oder was? Ah, nee. Der ist jetzt abgestürzt hier. Jetzt geht's hier weiter. Na los. Gut. Wir können drüber klettern, um zu Vasirs Wagen zu kommen. Was hier los? Eine Blutspur. Was hier wurde bei dem Crash verletzt? Das müsste sie bremsen. Okay. Moment, schlüpfriges Video? Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Ich auch. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Ich auch. So gut. Oh, den Wand saved. Muss ich mitnehmen. So gut. Immer unter dem Bereich. Nein, ich meine da was hat die Körper. Ich auch. Oh, mehr Blut. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spectre. Oh, Waffen schwind. Ach so. Trotzdem mal kurz hier gucken. Aber ich kann da nichts Neues. Ich habe nichts Neues oder so. Nee. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Bringt aber auch alles um auf ihrem Weg.
Vasir, es ist vorbei. Hey, hey du, komm hier. Wie heißt du? Marianna. Marianna, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Wir holen sie unverletzt hier raus, Marianna. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. No. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Mariannas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ist das alles? Was? Vasir, ich hab die Destiny Ascension mit 10.000 Mann an Bord untergehen lassen, einschließlich des Rats. Ich hab die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie belöffen. Jetzt, Liara. Sehr gut. Wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt. Probleme? Oh, voll der Bossfight jetzt. Okay. Fangen Sie mich, wenn Sie können! Ja, schon mal die Schilde weg. Aua, die haut ja rein in die Hölle. Wo ist sie denn jetzt? Ich triff sie gar nicht so schnell. Fangen Sie mich, wenn Sie können! Ist der Babyspeck? Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht mehr. Hallo? Ach nö. Sie mich vermisst? Absolut. Bin bald! So. Liara, machen wir mal. Warp. Und du machst das so. Setze Biotik ein. Vorsicht! Schocken! Einfach. Und unten bleiben. Ha, der hat gesessen, immer nicht schlecht jetzt. Feinde vorauf! Okay, jetzt versteckt sie sich wieder. So. Leer. So, jetzt müsste sie wieder kommen. Ich erledige sie selbst. Ja, dann zeig mal. Holen Sie mich doch!
Bis bald! Dixter, bis bald. Holen Sie Platz! So, dann die Panzerung ist auch weg. Schockwelle, in Deckung. Aua. Das war's. Oh, verdammt, verdammt. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Akkus. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Wir sollen ihn eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Vasir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir geben ihm keine Zeit dazu. Wir brauchen die Tarnsysteme der Normandy, um unentdeckt in die Nähe zu kommen. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir sprengen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Über uns. Shepard, ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind. Besorgt, dass es Terminals geben könnte, die ich hacken muss? Das ist nicht fair. Sie waren tot. Ich bin wieder da. So einfach ist das nicht. Sie können nicht zurückkommen und 2 Jahre Trauer einfach wegwischen. Es tut mir leid, Shepard. Ich kann darüber nicht reden. Konzentrieren wir uns erstmal auf Farrons Rettung. Na schön. Ich bin ja gespannt, wie das mit den zwei jetzt ausgehen wird noch. Garrus. Annehmen. So, 4 Punkte. Kann ich noch nicht. Brauche ich 3, aber ich erwerbe mal den nächsten Rang. So.
schicke Basis. Pagelas. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Sieht cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Crematorian von Riddick. Schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Okay, die Basis der Shadow Brokers, die sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge genauer an. Bis dann!